Hi, hier ist wieder Christian und im heutigen und siebten Video über die Mini-PC-Reihe von Asus möchte ich euch zeigen, dass die Inbetriebnahme und tägliche Handhabung dieser kleinen Rechenkünstler auch für Laien keinerlei Probleme darstellt und selbst aus einer alten Mattscheibe einen neuen, smarten Fernseher macht. Es gibt zwar schon seit Jahren diverse Set-Top-Boxen wie Amazon Fire TV, Apple oder auch Android TV, keine dieser Boxen kommt jedoch an die Leistungsfähigkeit und Vielfältigkeit eines Vivo Mini von Asus heran, sodass ihr mit diesem Kleinst-PC immer im Vorteil seid. Denn neben dem eigentlichen Anschauen von Bildern, Diashows oder Videos könnt ihr selbige mit eurem Mini-PC auch bearbeiten und ganz euren Wünschen anpassen, eben wie mit jedem normalen PC nur in eurem Wohnzimmer. Die Mini-PC-Palette bei Asus ist recht groß und reicht von einem kleinen Vivo-Stick bis zu einem vollwertigen Rechner mit dedizierter Grafikkarte und genügend Power, um auch kleine Games zum Laufen zu bringen. Was jedoch alle Mini-PC von Asus zugutekommt, ist der Zugriff auf den Windows Store, um dort auf eine Vielzahl von Apps wie Netflix, Audible, Amazon, Spotify oder SkyGo zuzugreifen. Mit Z2 hat man weiterhin Zugriff auf TV-Streams über die Mediatheken von Pro7, ARD oder ZDF kann man sich einzelne Sendungen anschauen und durch den Anschluss eines DVB-T2-Sticks an den Mini-PC kann man sogar einen normalen Monitor in einen Fernseher verwandeln. Die Einrichtung eines solchen Mini-PC gestaltet sich denkbar einfach. Zuerst sucht ihr euch einen passenden Fleck im Wohnzimmer aus. Das kann natürlich im TV-Rack sein, aber auch neben oder hinter dem Fernseher. Durch die gebürstete Metalloptik sind die Modelle VC65, UN45 und 65 nicht nur echte Hingucker. Mittels VESA-Mount kann man selbige auch auf der Rückseite eines TV oder Monitor befestigen. Wer mit seinem Vivo Mini allerdings gerne auf Reisen geht, kann mittels Klettband auch eine flexiblere Anbringung wählen, da insbesondere die kleinen Modelle UN45 und 65 lediglich 600 Gramm auf die Waage bringen. Bei regelmäßigen Fotovorführungen oder dem häufigen Einsatz von Wechseldatenträgern sollte man einen leicht zu erreichenden Standort wählen, um so den integrierten Kartenleser und USB-Anschlüsse unkomplizierter bestücken zu können. Nun stellt sich natürlich die Frage, auf welche Hardware soll ich eigentlich setzen? Keine Sorge, Asus hat für jeden Geldbeutel und jeden Anwendungszweck das passende parat. An der Spitze der Mini-PC stehen die VM- und VC-Modelle, die mit Abmessung von 20x20 cm und einem Gewicht von rund 1,2 kg die größten Vertreter sind. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man hier die meiste Power bekommt. Angefangen bei Intel Core i-Prozessoren der 6. Generation gibt es im Topmodell VM65N noch bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, schnelle SSD-Festplatten sowie eine separate Grafikkarte, mit der 3D-Anwendungen wie Spiele beschleunigt werden. Im Vivo Mini UN45 hingegen kommt ein Intel Celeron-Prozessor zum Einsatz, der komplett lüfterlos arbeitet und damit akustisch nicht wahrnehmbar ist. Arbeitsspeicher steht hier ab 2 GB zur Verfügung. Ultra-HD-Displays kann man an alle Vivo Mini-PC anschließen und Office oder Streaming bewältigen selbst die Einstiegsgeräte. Wenn der Wohnzimmer-PC noch kompakter ausfallen soll, sollte man sich den Vivo-Stick etwas genauer anschauen. Mit dem Vivo-Stick hat Asus einen PC für die Hosentasche im Portfolio, da dieser nur 13,5 cm lang ist und dennoch ein vollwertiges Betriebssystem bietet. Angetrieben wird dieser Vivo-Stick von einem Intel Atom X5 Quad-Core, besitzt 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher. Hinzu kommt, dass man Daten per Bluetooth 4.1 oder Wi-Fi AC übertragen kann und externe Geräte via USB 3.0 oder 2.0 angeschlossen werden können. Die Verbindung zu einem Fernseher oder Monitor kommt hier über den HDMI-Stecker zustande. Wenn wir jetzt nochmal auf das Topmodell VM65N zurückschauen, dann ist es erstaunlich, welche Anschlussvielfalt dieser Mini-PC bietet. Gleich 4 USB 3.0 Ports, 2 rasend schnelle USB 3.1 Ports, HDMI, DisplayPort, Gigabit LAN und ein digitaler Audioausgang erlauben zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Dementsprechend vielseitig sehen die heimischen Setups aus. Empfänger für Wireless Keyboards und Mäuse können auf der Rückseite eingesteckt werden, an freie USB-Ports werden externe Festplatten angeschlossen und per HDMI wird der Mini-PC mit dem Fernseher verbunden. Aber auch der Anschluss von Audio-Receivern, Game-Controller und natürlich Drucker, Scanner oder Webcams ist hier denkbar. Dank WLAN AC kommt der kleine Computer auch drahtlos ins Heimnetzwerk, alternativ geht es aber auch über einen Ethernet-Port. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Asus seinen Kunden nicht nur ein umfangreiches Produktportfolio an die Hand gibt, sondern auch Konfigurationsmöglichkeiten, sodass jeder Anwendungswunsch erfüllt werden kann. Auch bei der Anschlussvielfalt bieten sich hier Möglichkeiten, die man sonst nur von deutlich größeren Towern kennt. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner kurzen Vorstellung, wie euer Vivo Mini als Multimedia-Zentrale in eurem Wohnzimmer eingesetzt werden kann. Ich würde mich freuen, euch in den nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Solltet ihr noch weiterführende Fragen haben, so hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar unterhalb dieses Videos. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.